Seffa läuft an Position 4. Hat vielleicht noch knapp 10 Meter Rückstand. Die zwei letzten Runden. Coburn, Chibet, Ayalev und dann Asefa zusammen mit Gribi. Also einmal USA vorne, dann Chibet, eigentlich Kenia. Und für Bahrain startend und Ayalev aus Äthiopien. Asefa dahinter ebenfalls aus Äthiopien und Gribi stammt aus Tunesien. Und die beiden Verfolgerinnen, Asefa und Gribi, die kommen näher an das Führungstrio heran. Dort zeigt sich Chibet immer wieder vorne, aber sie zieht nie an der Amerikanerin vorbei. Und jetzt ist Gribi dran. Asefa hat da mehr zu beißen, um den Anschluss zu schaffen. Und jetzt geht man fast zu fünf, kann man sagen, auf die letzte Runde. Gribi hat alle gleich überholt. Ayalev an zweiter Position, dann Coburn, Chibet und Asefa. Immer noch Gribi. Hatte da ein paar Probleme über die Hürde. Konnte den Rhythmus nicht ganz durchziehen. Aber trotzdem ist die Lücke aufgegangen. Und Gribi zieht weiter weg. Ayalev scheint da nicht ranzukommen. Aber solange Asefa nicht von hinten kommt, dürfte das Ayalev relativ egal sein. Immer noch Gribi, die durchzieht. Und die dieses Rennen souverän am Schluss gewinnen wird. Letzter Hürde gemeistert, Ayalev dahinter, dann Asefa. Gribi gewinnt. Und Ayalev sichert sich Platz 2 und damit gewinnt sie im Diamond Race. Asefa wird Dritte, Chibet Vierte.